Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und dem Tanzstudio Wechselschritt. Aus der Luft betrachtet hat der Golfclub Paderborner Land nicht nur riesige Dimensionen. Im Salzgottener Ortsteil Thüle gelegen, vermittelt er auch traumhaft schöne Landschaften. Ich möchte mehr wissen über diesen Verein. Ist Golf denn wirklich ein Sport? Und wenn überhaupt, dann einer, der nur einer elitären Gesellschaft vorbehalten ist? Ich will mehr über Golf erfahren und habe mich mit Sascha Mannheims, einem Vorstandsmitglied des Clubs, verabredet. Um dieses Areal zu erkunden, stellt er den elektronischen Caddy des Golfspielers, ein EK, zur Verfügung. Ausgestattet mit einem modernen Navi, das einen Überblick verschafft, wo man gerade ist und wo man hin möchte, machen wir uns auf den Weg. Nach flotter Fahrt ein erster Halt mit einem Hinweis auf die Bedeutung unseres umweltfreundlichen Caddys. Also wir haben jetzt hier in diesen Karts natürlich eine Luxusvariante. Das heißt, man kann über den Platz fahren, fährt zu der Stelle, wo sein Ball ist, packt seinen Schläger aus, spielt und steigt wieder ein und fährt weiter. Ist besonders natürlich interessant für Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, körperlicher Art, dass sie trotzdem eine Runde spielen können, ohne 10 Kilometer zu Fuß gehen zu müssen. Was andere natürlich schätzen und ohne Kart spielen. Das ist eine wunderschöne Anlage. Die Anlage hat 18 Loch. Sie hat sogar 27 Loch. Wenn ich alle Löcher abwandern will, wie viele Kilometer müsste ich denn dann gehen? Eine ganze Menge. Es ist also schon ein kleiner Wandertag, ist es jetzt übertrieben, aber eine 9-Loch-Runde hat ungefähr 3000 Meter an Spielbahnen. Man geht natürlich noch ein paar Meter zwischen den Bahnen, auch links und rechts auf der Bahn, aber man kann rechnen, wenn man 18 Loch gespielt hat, eine komplette Runde, ist man zwischen 8 und 10 Kilometer gegangen. Hier startet dann so eine Spielrunde. Was sagt man beim Golf? Was macht man? Eine Runde, oder? Man spielt eine Runde. Also wie gesagt, der Platz ist auf 3x9 Loch aufgeteilt und eine Runde sind 9 Loch, die auch immer wieder am Clubhaus oder am Sekretariat auskommen. Aha. Und am Anfang fängt man halt an der 1 an, spielt nacheinander die Löcher und wünscht sich ein gutes Spiel. Was für eine Größe hat die Fläche hier? Wie viel Hektar? Ja, man muss sich das vorstellen. Wir sind bei über 120 Hektar hier auf dieser Fläche. Und in Fußballfeldern? Es sind fast 200 Fußballfelder, die Sie hier versorgen müssen. Unseren nächsten Halt machen wir an einem malerisch gelegenen Teich. Für den Naturliebhaber ein echter Hingucker, für den Golfspieler aber manchmal auch ein echtes Hindernis. Man will ja immer so weit wie möglich schlagen, ne? Um den nächsten Tag gut zu haben. Aber damit das nicht immer so einfach ist, gibt es jetzt nicht nur grüne Wiese, sondern es gibt Hindernisse. Aha. So, die dann gleichzeitig als kleiner See, na, da schwimmt schon der erste kleine Vogel, mit eingebaut sein. Das hat dann der Golfplatzarchitekt damals so gemacht. Okay. Ja, Sie sehen auch, diese Bahn verläuft nicht genau gerade, sondern die verläuft so ein bisschen nach rechts. Und das macht das alles ein bisschen interessanter, dass das nicht alles nur geradeaus geht, sondern dass jede Bahn, das ist in ganz Deutschland, auf jedem Golfplatz dieser Welt, jede Bahn ist unterschiedlich. Okay. So, und dadurch bleibt das auch ein bisschen abwechslungsreich. Und wenn man einen Golfplatz an einem anderen Ort spielt, der ist wieder anders als hier. Also, und das ist das Schöne auch an der Sache. Es ist übergeht. Ja. Und nein, wenn aber genau, ein Golfball ins Wasser fällt. So. Ja, dann ist erstmal die Traurigkeit da. Golfer sind sehr emotionale Wesen. Mhm. Und das hält auch ein bisschen das Interesse daran dann. Also man macht super Schläge und der nächste ist so schlecht, der geht gar nicht schlechter. Und dies auszuhalten diese ganze Zeit. Ja. Und wenn man hier reinhaut, ist es so, der Ball ist weg und Sie sehen hier diese roten Pfähle, die begrenzen dieses sogenannte Wasserhindernis und man darf dann einen neuen Ball hier vor droppen, nennt man das, fallen lassen, bekommt aber einen Strafschlag dazu. Also man wird leider bestraft. Okay, auf dem Platz ist es ja jetzt wirklich auch total ruhig und entspannend, ne? Und richtig cool. Also wenn ich dann mal auch eine Auszeit brauche, könnte ich mich hier auch mal golftätig werden. Ne? Ja, und genau so ist es. Viele Leute betrachten es einfach als
Auszeit vom Alltag. Es ist ein kleines Stück Urlaub, was man sich hier für 2 Stunden oder wenn man eine Großzone spielt, für 4 Stunden holen kann. Weil man an einem Ort ist, der mit dem Alltag vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Was brauche ich denn für Voraussetzungen? Ich muss eine Ausrüstung haben. Ich muss entsprechende Kleidung haben. Ich weiß nicht, muss man hier einen entsprechenden Sportdress haben? Ich muss eine Mitgliedschaft haben? Ja. Also fangen wir mal mit dem Dress an. Ja, es ist sportlich entspannt. Sie haben es eben bei der anderen Dame gesehen. Wenn es warm ist, kurz. Also und so kann man auch anfangen. Man muss sich jetzt nicht komplett eindecken. Es gibt keinen gewissen Dresscode. Okay. Man sollte vielleicht nicht im Muskelshirt mit der löchrigen Jeans herumlaufen. Hm. Da gibt es so ein bisschen so eine kleine Vorgabe. Aber im Prinzip ist es entspannt, so wie wir hier auch sind. Gut. Ausrüstungstechnisch kann man sich am Anfang viel leihen, auch wenn man es ausprobiert. Man schnuppert am Anfang, man macht einen sogenannten Platzreifekurs, damit man hier mit Spaß und relativ zügig über den Platz kommt, damit das funktioniert. Ja. Das ist das, was man dann mit Golftrainer macht, der aber Ausrüstung stellt, der einem diese wichtigsten Sachen beibringt, ein paar Regeln etc., sodass man hier spielen kann. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu starten. Natürlich das auch einer Mitgliedschaft, dass man hier einfach diese Anlage nutzen kann, wann immer man es möchte. Und Sie hatten nach den Kosten gefragt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass man zu Beginn für 39 Euro pro Monat starten kann. Okay. So. Und auf lange Sicht gesehen muss man 100 Euro pro Monat rechnen, um dieses Hobby ausüben zu können. Damit kommt man auch hin. Hängt natürlich auch davon ab, wieder, was man sich nachher für Schläger, für Material kaufen möchte etc. Mhm. Aber es ist erschwinglicher, als viele, glaube ich, das denken. Herr Mannheim, Sie haben doch sicherlich hier auf diesem Riesenplatz auch so einen Lieblingsplatz oder ein so ein Eckchen, was besonders schön ist. Es muss gar nicht eine Bahn sein, sondern wo man so steht und sagt, boah, hier finde ich es richtig super. Die gibt's. Können wir da mal hinfahren? Das machen wir. Gut. Los geht's. Und hier sind wir jetzt am Lieblingsplatz. An meinem persönlichen Lieblingsplatz. Aha. Jeder Golfer hat wahrscheinlich einen anderen Lieblingsplatz auf diesem Kurs hier. Aber worum geht's hier? Wir haben hier eine Bahn und wenn man auf dieses Grün spielen will, muss man über diese Mauer spielen. Ja. Die erstmal auch natürlich optisch schön ist. Es sieht einfach schön aus, wenn man über eine Mauer spielt. Jetzt an einem Sandbunker. Ich gehe davon aus, es ist wieder ein Hindernis. So ist es. Wie funktioniert das dann hier? Also, das sind Hindernisse, die es dem Golfspieler ein bisschen schwerer machen sollen. Dieser Sandkuhle sieht natürlich jetzt alles schön gehackt aus und so. Muss der Golfer das wieder nett machen oder gibt es dafür Leute, die dann kommen und alles wieder hacken? Also, ich sag mal so, die Greenkeeper sorgen am Morgen dafür, dass das schon alles noch in Ordnung ist. Aber der Golfer selbst ist schon angehalten, seine Spuren wegzumachen. Wenn mein Bein zum Beispiel hier drin liegt, muss ich es jetzt vorstellen, ich mache einen Schlag, Sie sehen schon, ich habe Fußspuren, mein Schläg etc. und verlässt das dann wieder. Und der Nächste lässt seinen Ball da reinspielen und er liegt schlecht, der ärgert sich natürlich. Deshalb geht man hin, nimmt kurz die Hake, macht zweimal so. Und es ist wie vorher, alle sind glücklich. Perfekt. Ich habe viel gesehen und mein Golfwissen erweitern können. Jetzt aber steht für mich der praktische Teil an. Ich treffe an der Driving Range Ralf Niggemeier, Clubmanager und versierter Golfspieler. Dieser Rasen ist ein Zauberteppich, nur wenige Millimeter hoch. Zum ersten Mal in meinem Leben halte ich einen richtigen Golfschläger in der Hand. Die richtige Handhaltung ist eine erste Voraussetzung. Von Ralf Niggemeier bekomme ich eine Golf-Grundausbildung im Zeitraffer. Und dann sehr wichtig, die Wahl des richtigen Schlägers und ein Gefühl für den Schwung bekommen. Dann die ersten Versuche aus einer kurzen Entfernung, die Kugel einzupatten. Das ist gar nicht mal so einfach und liegt wohl auch daran, dass der Weg des Golfballs dem abfallenden Gelände angepasst werden muss. Also ruhig mal in die Knie gehen. Immer wieder knapp daneben und jetzt nur nicht entmutigen lassen, denn schließlich ist ja noch kein Golfmeister vom Himmel gefallen. Wir wechseln das Gelände und sind auf der Driving Range gelandet. Der Ort, wo man das Abschlagen der Bälle übt.
Auch hier komme ich in den Genuss einer Lehrstunde bei Ralf Niggemeier. Nach vorne zu beugen. Also ich mache so einen, in Anführungszeichen, so einen leichten Entenpo nach hinten raus, ja, dass hier der Rücken gerade bleibt, genau, Schultern bleiben gerade. Und jetzt biege ich quasi meine Hüfte so ein bisschen nach vorne, dass mein Gewicht also mehr oder weniger hier vorne liegt. Dann nähere ich mich so ein bisschen dem Ball an, ja, genau. Ja. Und dann ist es erstmal eine ganz kurze Bewegung. Ich versuche den linken Arm gut festhalten, ja, lang zu lassen und auch gerade zu lassen, so von hier, und erstmal so eine Schwungbewegung. Das ist das Entscheidende. Erst noch eine Trockenübung und dann meine ersten Abschläge. Zugegeben, am Anfang noch etwas mickrig, aber mit Steigerungspotenzial. Der Golflehrer scheint zufrieden. Ich begegne jetzt auch Francesco Amatulli, der hier den Nachwuchs erfolgreich trainiert. Gut, ihr habt einige Jugendliche hier. Wie viele Jugendgruppen gibt es? Es gibt viele Mannschaften, 12 Jugendmannschaften. Und teilweise 100 Kinder, die hier im organisierten Training tätig sind. Oje, das 100 ist Kinder, das wird immer unterschätzt, ja. Wie kommen die Kinder zu euch? Wie lockt ihr die hier hin? Ja, früher war das immer so, erst die Eltern, dann die Kinder. Ja. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Erst die Kinder, dann die Eltern. Aha. Und die Kinder kommen teilweise durch verschiedene Aktivitäten. Einmal so eine Schul-AG, wo wir dann offensiv in die Schulen gehen, AGs anbieten. Und dann Vorurteile abgebaut werden. Und alle dann merken, Mensch, das ist ein toller Sport, der macht mir Spaß. Koordinativ anspruchsvoll und trotzdem macht man was für sich alleine, ist aber trotzdem in der Gemeinschaft. Und das Interessante ist dann, kommen dann nach Hause, die Eltern merken, warum hat er so viel Spaß beim Golf? Und dann kommen auch die Eltern. Also eigentlich auch ein tolles Marketing-Tool für den Golfclub. Brauchen sich ja nicht sofort eine komplette Ausrüstung hier zu kaufen. Richtig. Und sowas, ne? Die kommen erstmal, also diese Willkommenskultur ist schon sehr wichtig. Also ja, sie sollen kommen, sie sollen Freude haben. Es gibt eigentlich die Möglichkeit für Kinder, 4 Wochen lang kostenlos zu schnuppern. Und unter uns, wenn es dann 5 Wochen sind, sind es halt 6 Wochen. Ja. Und dann sollen sie halt erstmal probieren und Spaß, ja, haben, ob es dann wirklich was für sie ist. Aha. Und wenn sie dann wirklich merken, dass sie Freude haben, ja, dann kann man anfangen, so das erste Set zu kaufen. Und auch da gibt es immer wieder Vorurteile. So ein Kinderset kriegt man wirklich für 100 Euro. Der Golfclub Paderborner Land ist nicht nur aus luftiger Höhe attraktiv. Die Golfer hier in Thüle, keineswegs ein elitärer Verein, eher ein Verein mit Menschen wie du und ich. Hier wird ein Sport gepflegt, der ohne Stress in geselliger Runde ausgetragen wird. Aber gleichzeitig auch den Engagierteren Golf als Leistungssport bietet. Ich habe auf jeden Fall schon etwas Lust auf Golf bekommen. Vielleicht bin ich bald wieder hier. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda-Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.